Nee, ich laufe immer falsch hier. Da lang. Gut, es gab genug Treibstoff, um den Tank bis nach oben aufzufüllen. So, Treibstoff ist nun voll. Oh, jetzt ist, glaube ich, überall Licht, ne? Nee. Ich dachte, es sieht anders aus. Ist aber eine super Pumpe. Hier ist alles trocken geblieben, ne? Sandy W. Es war eine lange Reise, aber ich bin endlich mit dieser Einrichtung angekommen, nachdem ich eine Weile in Alaska wartete. Ich bin begeistert, meine Karriere in dieser Einrichtung zu beginnen, obwohl ich mir nicht sicher bin, welche Art von Forschung hier betrieben wird. Ich denke immer wieder daran zurück, wie ich überhaupt eingestellt wurde. Mein Physikprofessor, der sich mir näherte und mich für eine Erfahrung anwarb, die, wie er es ausdrückte, eine einmalige Gelegenheit Laser ist. Ich schätze, dass dieser Ort einer streng geheimen Militärbasis ähnelt, obwohl er noch geheimnisvoller ist, weil niemand von der Existenz dieses Ortes überhaupt weiß. Ich habe die beiden anderen neuen Rekruten Simon und Aaron kennengelernt. Sie sind nett genug, aber meistens meiden sie die Gesellschaft anderer. Anscheinend müssen wir die Orientierung durchgehen, bevor wir zur Hauptanlage gehen, die, wie ich herausgefunden habe, einfach Lambda genannt wird. Hoffentlich dauert das nicht so lange. Ich bin gespannt, mich mit meinem Professor wieder zu treffen und meine Forschung zu beginnen. Mein Manager hat mich über meine künftigen Aktivitäten informiert und obwohl ich nicht genügend Zeit habe, um hier alles im Detail zu erklären, möchte ich nur sagen, dass es das Potenzial hat, die Wissenschaftsgemeinschaft auf den Kopf zu stellen. Als er es erklärte, dachte ich, er scherze, da seine Worte eher wie ein Auszug aus einem Science-Fiction-Roman und weniger wie Studien aus einem Forschungsexperiment klangen. Natürlich kann ich es kaum erwarten, diese Experimente mit eigenen Augen zu sehen, obwohl ich verwirrt bin, warum ich überhaupt wegen dieser Position angesprochen wurde. Nicht, dass ich unintelligent wäre, aber ich war sicherlich nicht der klügste Schüler in meiner Klasse. Mein Manager sagt mir, dass der Aufnahmevorgang fast abgeschlossen ist. Ich habe heute die Orientierung beendet. Das meiste davon ging über die grundlegenden Dinge, über Sicherheit am Arbeitsplatz und so weiter. Sie haben einige seltsame Regeln in Bezug auf Lambda. Hier sind einige Besonderheiten, die Sie erwähnt haben. Unter keinen Umständen werden Sie Ihre Wohnräume zwischen 22 und 6 Uhr verlassen. Wenn zwischen diesen Zeiten ein Evakuierungsbefehl gegeben wird, warten Sie, um von Ihren Vorgesetzten weitere Anweisungen zu erhalten. Es ist verboten, Geräusche lauter als 80 dB zu machen. Dazu gehören unter anderem Musik, Gespräch und Unterhaltungsgeräusche. Wow. Alle Mitarbeiter müssen sich alle 2 Wochen einer obligatorischen psychologischen Untersuchung unterziehen. Wenn es als geistig instabil erachtet wird, muss Subjekt die Einrichtung Lambda verlassen, bis es für sicher erachtet wird, dass es zurückkehrt. Und nicht nach Mitternacht füttern, genauso ist es. Ich weiß nicht, ob ich nur paranoid bin, aber einige dieser Regeln klingen sehr ungewöhnlich. Also, ich wurde für das Betreten von Lambda autorisiert. Ich bin etwas besorgt jetzt, da ich die Orientierung beendet habe, aber ich habe bereits die Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet, also schätze ich, dass es jetzt kein Zurück mehr gibt. Okay. Sandy W. Ich habe eine Taschenlampe aufgehoben. Das ist doch ein Baustrahler. So keine Taschenlampe. Mann, 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 Mann. Und ein Metallbesen. Oder auch Hake genannt, ne? Die Leiter zu diesem Etagenbett könnte nützlich sein, aber ich muss sie erst abkriegen. Ja, mit einem Metallbesen. Arm, Catalina. Alles so mühlig hier. Gehen wir mal aufs Klo. Die Tür ist eingeklemmt. Vielleicht, wenn ich mehr Druck ausüben könnte. Oh, ja. Gut, hier muss auch mal durchgefeudelt werden. Warum würde jemand eine Reihe Quadrate auf einen Spiegel malen? Weil man vielleicht was hier vorhalten muss. Okay. Die Spüle ist komplett mit schwarzem Wasser gefüllt. Dann müssen wir es weiß machen. Können wir es nicht ablaufen lassen hier?
Ach, hey. Nein. Der Speicher der Kamera ist voll. Der Flo wusste vorher schon Bescheid. So, das brauchen wir nicht mehr. Das glaube ich auch nicht, dass wir das brauchen. Ansonsten müssen wir es wiederholen. Aber das brauchen wir definitiv nicht mehr. Das ist eine gute Frage, Katha. Es ist ein Wimmelbild mit etwas mystisch gruseligem, möglicherweise. So 100% ist das noch nicht raus. Das haben wir auch erledigt. Das auch. Das auch. Warum gibt es hier keinen Knopf, alles löschen? Haben wir auch. Haben wir nicht. Verdammt. Ich will das Foto wieder zurückhaben. Ach, scheinbar ist es nicht wichtig, weil wir haben es ja verbraten, ne? So, ich wollte hiervon ein Foto machen. So. Ein Kolben. Eine weitere normal aussehende Toilette. Aber die Fotos sind hier unterschiedlich. Ich weiß aber noch nicht, was das bedeutet. Hier vorne sind die drei Pünktchen hier. Und hier sind sie. Das ist der Code für die ersten drei Stellen. Und das ist der Code für die anderen drei Stellen. Warte mal, siehst du, wir sparen uns mal ein bisschen Speicher, weil wir haben ja nur so eine mickrige Speicherkarte hier drin. Ne? So. Wofür auch immer wir es brauchen. Einige leere Shampoo-Flaschen. Ich glaube, dass diese Dusche schon lange nicht mehr funktioniert hat. Was, die Toilette hat zwei Spülkästen? Das ist, das Urinal, keine Ahnung, aber siehst du, worauf du achtest? Vor allem, da steht ja eine weitere normal aussehende Toilette. Nee, das ist nicht normal. Das ist vielleicht, der spezifische, Hochschnelldruckreiniger. Also, wenn es mal bisschen voller ist, dann kann man hier mit mehr Falldruck, keine Ahnung. Hier müssen wir irgendwas sauber machen. Ah, ist der Abfluss mal verstopft? Ja, was ist denn schon dabei? Dann nimmt man Abfluss frei. Das macht den Abfluss frei. So. Super. Genau, da wird Nachdruck verliehen. Genau so. So, wo waren jetzt der Code mit den Schlössern? Im Keller war der, ne? War der hier? Nee, der war nicht hier. Der war hier unten, ne? Nee, der war nicht hier unten. Wo war der denn? Hier kommen wir noch nicht rein. Nee. Hä? Da war er. 5:9:810.
Hab einen großen Magneten gefunden. Okay, ja. Wofür brauche ich denn jetzt einen Magneten? Habe ich irgendwas nicht aufsammeln können oder so? Hier noch was? Nee. Oh. A plus. Nicht viel, womit man in dieser Gleichung arbeiten kann. Wieso? Ist doch schon eine ganz schöne Menge. Was für ein Chaos. Noch ein Code. Ah, okay. Das ist der Türcode. Hier. Frage ist bloß, wo ist der Anfang? So. Unten, oben, unten. Also das hat mit dem Dings zu tun. Ah, ja, stimmt ja. Oh. Nee. Wir haben uns doch schon gewundert vorhin. Genau, schön trinken. Hat der Flo recht. Kriegen wir die Tür auch wieder zu oder so? So, wird ein Schuh draus. Unten, oben, Mitte. Unten, oben, Mitte. Mitte, unten, oben. Ui, eine Klaviatur. Ja. Da sind aber seltsame Zeichen drin. Quadrat, Kreis, Dreieck, Stern, Karo. Sieht aus, als wäre das aus einem Notenblatt herausgerissen worden. Möglicherweise. Wo wir wieder... Haben wir irgendwo ein Instrument gesehen? Nee. Was war denn hier für ein Instrument drin? Das ist aber eine sehr flache Trompete gewesen. Was für ein Chaos.
Ich überlege gerade, wo haben wir diese Typen von Muster irgendwo mal gesehen? Da glänzt etwas. Habe ich das übersehen? Da wissen wir auch, wofür der Dings genutzt wird. Der Magnet. Quatsch. Hauptsache nach unten hier. Keller nicht, da lang. Da habe ich gar nicht reingeguckt. Okay. Ein Glück gibt es so eine dezente Hilfe, ne? Warum schließt du denn einfach Tabs, Wolli? Oh, skandalös. Wir haben hier einen Metallgriff. Ah, das ist für das Werkzeuggedöns halt. Jetzt haben wir eine Bügelsäge aufgenommen. Damit können wir jetzt Dinge zersägen. Um Dinge zu zersägen, brauchen wir natürlich irgendwas, was abgeschlossen ist. Können wir vielleicht das hier zersägen? Nein. Jetzt wird es ein bisschen überkomplex. Wo können wir denn was zersägen? Okay, ja. Dreimal hin und her laufen, wir hätten es dann gefunden. Und zwar die Leiter, die Metallleiter. Stimmt. Quatsch. So. Ah, und wieder denselben Fehler gemacht. So. Hab eine Etagenleiter aufgehoben. So, jetzt haben wir eine Leiter. Gibt's irgendwas, wo wir nicht rankommen? Ah, okay. Es ist den Lüftungskanälen zu dunkel. Ich brauche eine Lichtquelle, bevor ich hineintrete. Jetzt brauchen wir noch eine Lichtquelle. Okay, wir haben eine Lichtquelle. Das ist ja ein Baustrahler, von wegen Taschenlampe. Huch, gut, dass ich dünn genug bin, um da durchzukriechen. Wo können wir da hin? Wo sind wir hier? Oh, wir sind hinter dem Erdrutsch. Die Luke sieht nicht allzu stark aus. Vielleicht könnte ich sie mit dem richtigen Werkzeug aufreißen. Hier. So, dann kommen wir hier also nicht... Ah, oh, gut. Strom fließt immer noch nicht. Ich glaube, mir fehlt etwas. Es ist verschlossen, aber es gibt keine Tastatur drauf. Ah, unsere Notenklaviatur. So, mal gucken, ob es... Ja, gibt es. Also, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Linien. Auf der zweiten Linie, so, ist das. Der Kreis mit der Dings drinne, das ist der da, ist auf Linie 3. Das Dreieck ist auf Linie 1. 3 ist der hier. Und der ist auf 4. Er ist verschlossen. Da fehlt etwas, okay. Es gibt ein paar farbige Drähte hinter diesen Glasscheiben. Hier müssen wir Drähte verkabeln, okay.
Ah, A plus B plus C plus D gleich E. Das war der Hinweis, aber erstmal brauchen wir Drähte. Die finden wir wahrscheinlich in dem Kasten hier vorne. Eine Batterie. Oh, da hat jemand eine Keycard vergessen. Oder ist durch die Keycard verschüttet worden? Ich bin mir nicht sicher, wofür diese Steuerkonsole gedacht ist. Was auch immer sie steuert, sie hat keinen Strom. Ein Brecheisen. Braucht man nicht irgendwo was Kräftiges? Ich muss die... Ach nein! Okay, die Taschenlampe ist... Okay, da. Ich habe mich gerade wirklich ein bisschen erschrocken. Wir gehen nach rechts. Ja, so Gespensterforschung. Nee, hier waren wir. Jetzt wird es ein bisschen verwirrend hier mit dem. Hier oben ist auch ein Deckel. So, hier. Na, hier kommen wir raus. Warte mal kurz. Genau. Wir brauchten was Schweres zum Durchbrechen. Nee, hier nicht. Nee, oh. Okay, na dann gucken wir mal, ob wir das gelöst kriegen. Guck mal, hier ist schon eine Lösung drin. Die Frage ist, ob es die Lösung ist. Also es heißt A plus B plus C plus D gleich E. Das kann sehr gut möglich sein, Lütana. Also fangen wir an. Wir fangen mal mit Grün an. Ist auf der 1... Bleibt dann auf der 1. Ja. Ich nichts verstehen. Der Code, den wir haben für den Kram, ist das hier. Ah. Rot, blau.
gelb, grün. Rot aus A. Denke ich mal auch, ne? Rot aus A. Okay. So, dann Blau B. 3 auf die 4. Gelb auf C. 2 auf 3. Sehr gut, Lytana, sehr gut. So, wir haben es jetzt verdrahtet. Sehr, 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 sehr gut.